Jo Leute, willkommen zurück zu Uncharted The Lost Legacy. Und ich würde sagen, machen wir mal weiter, wo wir stehen geblieben sind. Weiß nicht, was ich tun soll. Moment, wird da ergeben. Ach, ich habe ganz falsch gemacht. Ups. Moment mal. Das muss offen sein. Nee, Moment. Nee, das muss so sein. Nein. Glaube ich. Ich muss das alles nochmal von vorne machen. Okay, das ist irgendwie. Nein. Ja. Und ich weiß nicht. Chloe, sicher, dass das stimmt? Keine Nein. Ahnung. Okay. Hast mir einen ziemlichen Stein in den Weg Okay. gelegt. Schöne Sache. So. Ich mach mal jetzt das ganz untere. Hör, still sein und zusehen. So, glaube ich. Ja. Okay, dann bis gleich. Alles okay? Ja. Das kam unerwartet. Ach du Scheiße, sie hat Eier, was? Ich verstehe nicht. Das ist eine Redewendung. Weil du dich geirrt hast, Freundchen. Ganesha hat sich bewusst von der Axt treffen lassen. Das ergibt keinen Sinn. Nicht für einen selbstsüchtigen Arsch, nein. Es ist so, Ganesha hätte Parashurama besiegen können, ganz leicht. Aber in diesem Fall hätte Shivas Axt ziemlich schwach gewirkt. Machtlos. Ganesha opferte sich, um die Ehre seines Vaters zu bewahren. Tja, sogar sie versteht's und sie hat keinen Tropfen indisches Blut. Großartig, nicht wahr? Was, hast du mir nichts mehr zu sagen? Ich kann dir sagen, wo du ihn dir hinstecken kannst. Tja, meine Freunde. Ich würde euch gerne selbst töten, aber wir dürfen die Götter nicht verärgern. Denn ihr habt mir großes Glück gebracht. Okay, also, was machst du dann? Du wirst die Kammer fluten. Ich werde dich vermissen. Ach, komm schon. Ist das wirklich nötig? Ach, wahre Zerstörung gibt es nicht. Nur Läuterung und Wiedergeburt. Erschieß uns einfach und bring's zu Ende. Genau. Wenn das Wasser eure Lungen füllt, habt ihr Zeit, um über eure Entscheidungen nachzudenken. Vielleicht ergeht es euch in eurem nächsten Leben besser. Arschloch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bereue gerade eine ganze Menge. Wem sagst du das? Ich habe mich so darauf gefreut, dich wieder fertig zu machen. Ach, weißt du, ich freue mich auch nicht gerade, neben dir zu ertrinken. Könnt ihr nicht einmal still sein? Ich muss mich konzentrieren. Was tust du da? Vorbereitung ist alles. Ja. Shit, der sieht mich. Schau, Moment. Oh Mann. Okay, jetzt nicht. Mama! Oh. Verdammt! Ladies first! Chloe, ich will ja nicht drängen, aber könntest du dich ein bisschen beeilen? Tief Luft holen!
Alter. Ja. Oh. Ist dein Ernst? Okay, das war besser. Haha, wie mies ist das denn? Okay. Dann würde ich sagen, bis gleich, Leute. Alles okay? Bisschen durchnässt. Mir geht's gut. Muss aufhören zu rauchen. Runter! Hat er uns gesehen? Ich hoffe nicht. Wie zum Teufel hat er Saft den Helikopter bekommen? Vielleicht von den Käufern. Was meinst du? Hab nur Saft drüber reden gehört. Zum alten Bahnhof zu fahren, irgendein Waffenhandel. Er verkauft den Stoßzahn. So viel zur Bewahrung seiner Kultur. Hey, einen Moment. Hör mal. War der eben. Danke für. Bild dir nichts drauf ein. Natürlich. Sind wir cool? Nein. Dachte ich mir. Beeilen wir uns. Dann können wir sie abfangen, bevor sie ihn verkaufen. Ha. Und da ist unser Wagen. Die ist cool. Da. Eisenbahnschienen. Ich halt an. Asaf hat ganz bestimmt Wachen in diesem Gebiet. Wir sind besser vorsichtig. Ja. Und dann verlieren wir den Stoßzahn. Du kannst gerne hier bleiben. Ich meine ja nur das Spiel. Okay. Weniger reden, mehr laufen. Und du warst die ganze Zeit bei Asaf und hast nichts über die Käufer rausgefunden. Na, ich hab's versucht. Asaf ist vorsichtig. Hat vor mir fast nie über Geschäfte geredet. Partner. Also Kapitel 8. Geil. Von so weit sind wir. Hier ist irgendwo ein Schatz, aber erstmal. Danke, dass du ihn für uns auf Trab gehalten hast. So. Ich wollte euch etwas Zeit verschaffen für den Fall, dass ihr mich da rausholen wolltet. Natürlich wollten wir das. Im Ernst, danke. Ich dachte schon, das war's. Ach. Dein Bruder hätte mir vielleicht was erzählt. Oh ja, das wäre auch ein bisschen blöd. Was habe ich? Der Stein besetzte Schnupftabakflasche. So, dann müssen wir schnell durch. Bevor es so spät ist, ne? Sam? Okay, erinnert mich wirklich irgendwie an Uncharted 2. Okay, jetzt geht's hier runterrutschen. Okay, ein bisschen mehr Schwung. Naja, halbwegs, würde ich meinen. Fast ein Kulturschock, all diese modernen Gebäude nach den Ruinen von Häusern. Na, die sind von den Briten, oder? Autobahn um 1800. Also nicht wirklich modern. Da stimmt auch wieder. Ja. Oh Mann. Er weiß ganz genau noch, dass wir hier sind. Oder. Ja, es hält uns wirklich für tot. Bitte nicht zu. Okay? Nun gut. Ich höre, hast du auch für Asaf gearbeitet. Moment mal. Was meinst du? Oh ja, ohne Augen. Moment, Messingwasser. Moment. Ist jetzt gerade wirklich eine Brille an? Steht ja halbwegs, meine ich natürlich. So, dann geht's mal. Hier ist noch ein Schatz. Hier in der Nähe.
Ich weiß nicht wo, aber ich wette da hinten. Und oh, das war knapp. Nee, ich will erstmal. Ach so, okay. Und ja, jetzt bekomme ich bestimmt den Schatz. Genau. Guten Tag. Ich bin irgendwie so ein Schatzjäger. Mal, keine Ahnung. Oh, das war knapp. Ich möchte ja nicht nochmal rutschen. Und? Wohin geht's nun? Boah, ich dachte schon, einer von den beiden stirbt. Ich bräuchte meine Machete. Hilfst du mal? Kein Machete? Sam, könntest du auch helfen? Wäre ich dir sehr dankbar. Besten Dank. Wow, wie nett. Bräuchten wirklich eine Machete? Was? Alter. Scheiße. Alles gut. Ich bin okay. Ich bin direkt hinter dir. Hä? Das war knapp. Was mit Sam? Hey, wo ist Sam? Ah, ja. Hatte ich vergessen. Schätze ich mal auch, aber... Gut, positive Einstellung. Er könnte Lockvogel spielen. Er für uns auf sich lenken. Sich auf eine Granate werfen und uns alle retten. Wow. Nett, und was wird Nathan sagen? Aber er wird eh leben. Denn wir haben ja gesehen beim Uncharted 4 Ending. Da wurde ja ein Foto gemacht von Sally, also von allen. Sally... von Nathan, also auch von Sam. Sam, wo bist du? Da ist er. Hey, Sian, du bist zurück. Kleiner Umweg. Kommst du? Würde ich, aber die Brücke hier ist leicht baufällig. Dann spring. Schmeichelhaft, dass du mir Superkräfte zutraust, aber es ist etwas zu weit. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Bleib da, Sam. Wir holen dich rüber. Genau. Und zwar, wir können eigentlich den Seil auch hochschmeißen. Oh, verdammte Scheiße, ist das schwer. So, dankeschön, Nadine. Das war kein Scherz. Ich schätze nie. Ist nicht mein Ding. Eine von euch hätte mir ja ihr Seil geben können. Ja. Wird schon schief gehen. Okay. Wir ziehen, wir ziehen. Weil ich... Oh, das war knapp. Dann würde ich sagen, bis... Nee. Na los, wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Irgendwie fühle ich mich sicherer, wenn sie da ist. Wen meinst du? Gut. Sieh mal nach, ob wir da oben was brauchen können. Ich mach das. Nein, schon gut. Na los, Süße, ich helfe dir hoch. Okay. Ach, Sam. Sieh einfach zu und lern. Hoch mit dir! Okay. Gut, was siehst du da oben? Ist da irgendwas zum Raufklettern? Eine Kiste oder sowas? Ja, ein Rohr. Gehen. Ha, cool. Ich hab's. Kommt hoch. Nur zu, Sam. Alter vor Schönheit. Zu liebenswürdig. Nein, sie hat nur Angst, dass ich das umstoße und dich da zurücklasse. Dann gehe ich von jetzt an lieber zuerst. Ich würde ihn nicht zurücklassen. Ja, naja, sei netter. Ja, ja. Ein bisschen nett. Netter kann ich ja nicht schon schaden. Sam, siehst du, was weitergeht? Niemand's nimmt. Wir brauchen eure Enterhaken. Okidoki, bin unterwegs. Und, Moment. So, und hab.
Ach, warum bekomme ich immer Pech? Okay. Bist du okay? Ja. Gut, ich leih mir einfach einen Diensthaken und... Ich habe eine bessere Idee. Was hast nicht du? Bewegen. Au, nicht doch, hey! Ich sagte nicht bewegen. Alles klar. Und... Hey Chloe, kann ich mal dein Seil haben? Klar, aber ich zuerst. Alles klar. Ignorier mich einfach. Sorry. Ja, ja. Überlasst mir bitte das Seil da. Alles klar. Aber nimm das Seil bitte mit. Weil ich glaube, das brauchen wir noch. Vielleicht kommen wir durch sie zu den Schienen. Krieg ich das Seil wieder? Sie geht offenbar vor. Ja, ist irgendwo noch ein Schatz. Geh du doch vor und lass mir das Seil da. Alles klar. So, wo ist das? Ich selbst ein Seil mit. Ich glaube, ich sehe es. Ja, da hinten, aber wie komme ich da hin? Egal. Und hab. Okay. Wie kletter ich? Ach genau, Moment mal. Komme ich vielleicht? Egal, komm. Und hab. Oh Gegner, dann würde ich sagen, bis gleich. Na gut, das sind nicht viele, wir können... Halt! Dieser Asaf macht keine halben Sachen. Das wird eine ziemliche Show. So eine Scheiße. Shoreline, was zur Hölle machen die? Wir haben alle umgelegt. Hey, Sam. Was? Hey. Bist du okay? Ja, okay. Du musst nämlich ruhig bleiben. Bin ruhig. Also, aufgepasst, Ladies. Wir machen's so. Ich übernehme den rechten Kerl. Ihr beide bleibt einfach... Shit! Sie meinen, sie wären ruhig! Na, hab ich gut improvisiert? Yeah! Eins plus mit Sternchen. Ja. Wir hätten schleichen können, aber du... Ja. Es geht nicht immer. Boah, nee, oder? Was ist das für eine... Ah, okay. Danke. Lang, jahrelanges Training an... Keine Ahnung, Videospielen. Ah, guten Tag, ihr wollt... Kaliber... Nee, ich nehme lieber die Para und... Nee, die Paras... In diesem Game finde ich kacke. Sam, warte, Samuel... Ich komme zu dir. Nein. Bitte nicht. Oh Mist. So, ganz hinten. Okay, noch ein bisschen weiter. Oh, toll. Was? Tschüss. Ich hasse diese Gegner. Ich frag mich, warum... Warum geht der nur auf mich? Ach komm. Warum geht der nur auf mich? Wow. Gut improvisiert. Yeah. Eins plus mit Sternchen. Nicht ganz. Weil ich keine... Weil ich alles von vorne machen muss. Und... Oh ja. Und erstmal... Deckung gehen.
Oh, eine Schrotflinte. So, jetzt dich. Und. Das ist ja ein richtiges Nest. Gut. Ein paar Granaten. Immer gerne gesehen. Eins und zwei. Ja, das ist schon mal gut gelaufen. Was? Noch einer? Was? Alter, das ist nicht euer Ernst. Oh, das war richtig Glück. So. Und die nächsten bitte. Deckung weg. Mist, ich habe keine Waffe, keine Munition. Okay. Hab mich getäuscht. Ja? Okay, warte mal. Was ist das für eine Waffe? Eine Schroti. Von wo? Ah. Okay. Guten Tag. Jetzt bin ich mal dran. Oh Mann. Okay, Leute. Ich würde sagen, wie es dann weitergeht bei Uncharted The Lost Legacy, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Also, Leute, bis dann. Tschüss.